macht man das denn? Bin ich gut. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier der Plan eigentlich? Leid, aber ich habe keine Zeit, um Computerspiele zu spielen, okay? Das bringt eh nichts, diese Scheiße. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Na, zum Glück geht er gerade weg. Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Die 80er waren schon heiß. Wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Hallo. Seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Hallo? Tut mir leid. Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Wie räum auf? Was soll ich denn? Hallo? Wieso muss ich jetzt aufräumen? Ich bin 35. Ich muss nicht aufräumen. Warum denn, du Assi? Ey, Sven, ich muss halt hier für Sicherheit sorgen. Du Assi, ich glaube, sag wohl, oder was? Hallo? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Oh, jetzt sag mir nicht, ich muss das... Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Wir brauchen Kraus. War ja klar. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Wie viel denn noch? Und wie oft? Wie viel muss ich denn noch drücken? Sag mal! Irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Hallo? Hallo? Interagieren. F.
Olga, willst du mich verarschen? Wie oft soll ich hier noch drücken? Ach so, warte mal, das ist ein... Oh. Oh, okay, das ist ein Puzzle. Easy peasy, kein Problem. Ich kann dich nicht mehr sehen. Das ist eine Dunkelkammer. Nimm die Dollars, nimm die Dollars. Well, hast du den Aktenkoffer gefunden? Es gibt auch... Verstanden. Platzier den Peilsender und dann verschwinde. Jetzt bin ich aber ganz verwirrt hier. So zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Oh. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße! Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Bin ich jetzt eigentlich... Die Frage stelle ich mir gerade. Bin ich gerade... Also, bin ich in der Position, dämliche Fragen zu stellen? Oder sollte ich lieber keine dämlichen Fragen stellen und ihn einfach rein beleidigen? Ich glaube, wir können Fragen stellen, oder? Wir fragen einfach mal. Deine Fragen sind mir echt egal. Hm. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Julio, Lentatus, bitte. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Oh, you dead. You dead, motherfucker. Was? Piu, piu. Wie ein Stutterkoll. Tötet sie! Seid ihr denn unfähig, Leute zu töten? Seid ihr so unfähig? Ich helfe ihr und sichere den Koffer. Okay. Schnapp Volkov. Na klar, wo ist Volkov, Alter? Geht los! Good boy. Let's fett! Aber richtig Sprintikus hier. Wir rücken vor. Oh Gott, nein! Oh, hier! Gott, Hilfe! Okay, so. Oh, Gott, ah, der zieht am Arsch. Oh Gott, ich muss in Deckung. Nee, wir gehen nirgendwo hin, Mann. Geil. Wir sprinten rein. Jetzt wollte ich mal so richtig einen auf Traumgänger machen. Aber hat nicht geklappt. Ey, Snooze, dankeschön für dein Prime. Achtung!
Was? Okay, gut. Oh Gott! Team! Team! So, hier sind wir also. Du und ich. Was geht? Nur zu. Töte mich. Ich würde echt nicht. Dann bist du doch so gut, oder? Das war das Richtige. Einer von Perseus Leuten weniger. Wirklich? Ich wollte ihn lebend. Der MI6 hätte so viel aus ihm rausholen können. Dumm gelaufen. Und jetzt verschwinden wir aus Ost-Berlin. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Das war der Fuß! Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Verflug zeigte das. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter dem eisernen Vorhang. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Also, ich frag mich ja ganz ehrlich, also so fühlt sich übrigens auch EFT an, ne? Schuss im Fuß ist ein Headshot. Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Verstanden, Park. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Maga, du hast ein Rohr und ich hab ne Scheiß... Okay, besser ist wohl. Ich wollte gerade nachfragen, was soll das denn? Riesenrohr und ich laufe mit einer Axt rum, ey. Die Basis ist gleich hinter dem nächsten Kampf. Okay. Geht rein, seht euch um und kommt wieder raus. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben, mir den Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Können wir nicht einfach alle erschießen? Was für ein Monstrum. Die Russen könnten sonst was darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Excuse me, Officer, what the fuck? Was denn das? Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten Wachen. Wähle dein Ziel. Was ist das für eine Basis hier? Pack die Kamera weg. Entschuldigung, aber die haben mir gerade gesagt, ich soll Gegner markieren, Mann. Oh. Noch zwei beim Truck. Du bist eingerostet. Geh du vor, den Hang runter. Ich gebe Deckung. Maga, ich kann das ja immer nicht oft genug sagen, ne? Aber lass dich mal nicht so hängen, Alter. Lass ihn mal nicht so hängen. Weiter, ich gebe Deckung. Schrei mich bitte nicht an, ich bin sensibel. Mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Wusstet ihr eigentlich... Rein in die Basis. Wusstet ihr eigentlich, dass man Baupläne immer ins Wachhäuschen hängt, damit die Einbrecher es nicht so schwer haben, die Informationen zu kriegen? Papa? Vorrücken. Ich gebe dir Feuerschutz. Oh, falsche Taste. Finde einen Weg ins Hauptgebäude. Okay. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Projekt Schnecke startet. Ist das eigentlich Content-Strecken gerade, oder? Weil man muss ja auch ein bisschen was kriegen für seine 60 Euro, ne? Schnelle Reaktion.
Scheiße. Eine Patrouille nähert sich mir. Bell, finde einen Weg hinein. Ich gehe außen rum. Also eigentlich hätte ich Bock, alle zu erschießen. Bin ich ganz ehrlich. Alarm ist noch nicht an. Bell, pass auf. Die schicken einen Heli zu deiner Position. Also, Alarm ist noch nicht an. Lass dich nicht schnappen, Bell. Ich suche ihn. Schreit ihr denn so? Ich bin Pflicht. Hallo. Halte dich an die Schatten und bleib in Bewegung. Ich kann schon gar nicht mehr schneller. Ich empfange jede Menge Funkverkehr. Sie suchen nach dir, Bell. Aber ich habe immer noch nichts von Woods gehört. Beeil dich und geh rein. Ich geh rein. Ich bin in den Schatten unterwegs. Soll ich jetzt wirklich so die Moos... Okay, das könnte eventuell scheiße werden mit dem Panzer. Oh nee, jetzt haben wir hier natürlich wieder so ein... Hallo? Was da Ronny? Gern geschehen. Du hast was verloren. Bell hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Oh, Krieg 6. Ist das eine SKS? Tatsächlich. Nee, ich glaube, den wollen wir nicht drücken. Oh, was ist das hier? Diamati. Ich bleib mal bei Silencio. Holy shit, was ist das hier, du? Ja, moin. Machen, da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Alles klar, bin bereit. Ja, ich auch, du. Hat sich schon erledigt, Maga. Du Schnarchnase. Gesichert. Rücke vor. Du hast gar nichts gemacht, du Pfeife. Das war alles ich, Mann. Gesichert. Ein Scheiß hast du gemacht. Du hast in der Ecke gesessen und in die Hose geschissen, Junge. Blöd, Mann. Was? Oh, hier, guck mal. Da kann man doch mal wieder so eine schöne Fotokopie machen. Oh ja, du hast einen weiteren Sektor gefunden. Scheiße, das Ding hier wurde wohl als eine Art Frühwarnsystem gebaut. Na klar. Raketenabwehr. Na klar. Halte dich bereit. Da könnten 1000 Russen hinter der Tür sein. 5000, Bagger. 5000. Gib mir Deckung. Nee, ich mache hier gar nichts. Kein beschissenes Wort, Bell. The fuck? Was ist das denn hier? Was zur Hölle ist das hier? Ja, frage ich mich auch. Das sind die Russen, die gerne einen auf Westi machen wollen, oder was? Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA.
Nichts passiert. Mach ein Foto davon, Bell. Wovon denn? Wovon soll ich ein Foto machen jetzt hier? Uns keiner. Oh Gott, Entschuldigung. Woods. Guck mal, ich mache ein schönes Foto mit dir. Wir brauchen Bilder davon. Woods. Woods, einmal lächeln. Hey, Woods. Mach ein Foto von der Straße, Bell. Klar, geil. Geil, kann man die hier alle spielen? Oh, lol, wie geil. Bell, mach ein Foto. Okay, ich bin gerade hier im Automatenhimmel. Wovon soll ich denn jetzt hier ein Foto machen? Ah, scheiße, sie fangen an. Fuck, weg hier! Ja, Mann, Woods, ey! Die wollen eine Übung mit scharfer Munition? Können sie haben. Das ist schon sehr gut gemacht hier, muss ich. Oh oh. Tschüss, muss groß! Mehr hast du nicht drauf? Granate ist raus! Alter, es ist schon ein bisschen sexy hier. Was ein Headshot. Macht mein Teamkollege mal wieder gar nichts hier, aber. Werfe eine Granate! Lol, was schießt der denn für ein Apparat, Junge? Russisches Fahrzeug nähert sich. Wie konnte der das denn überleben? Aber was schießt du denn eigentlich da hinten? Du bist wo sind jetzt die anderen Kommunistenschweine hin? Hey! Mehr da, wa? Ist keiner mehr da. Hey, Smike und Linerex, moinsen. Auf Deckung, verdammt! Was laberst du? Wir müssen uns beeilen. Du bist ganz alleine da oben. Wovon redest du? Wechsel in Deckungsposition! Rücke vor! Vorsicht! Kontakt auf den Dächer! Granate! Hey, 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 hey! Was? Hey, 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 hey! Am Barbie! Diese gottverdammten Kommunistenschweine! Ich habe keine Munition mehr. Oh, oh.
Easy peasy. Granate ist raus! Bitte Geist! Gehen wir! Lass mich doch schnell einen Burger bestellen! Easy. Eieieiei! Al, lauf zum Kontrollturm! Geil. Geht's Tag auf, man. Okay. Shit. Easy Headshot. Gibt's eigentlich mittlerweile den Modus Search and Destroy noch? Also ist der hier mit drin? Ist der noch mit drin? Ich glaube, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, das zu spielen. Search and Destroy. Bin unterwegs. Eck hoch. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Okay, Munition haben wir. Oh, die Krieger hätte ich ja auch Bock drauf, ne? Muss mal gucken. Schnell, zum Aufzug! Schon ein bisschen geil, ey. Aber wir nehmen mal gute AK. Granate! Ich seh gar nichts. Schalalalala. Er sieht nach Ärger aus. Du Scheiße! Was macht Killer hier? Und der schießt ja auch noch wie Killer. Oh oh. Der Kaufhauskopf. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Du Scheiße! Granate! Volle Granate, du Idiot. Scheiße, er sieht nach Ärger aus. Oh, he dead. Killer dead. Yeah. Easy, kein yeah. Problem. Hier geht's nur rauf. Was war das denn? Was war das denn, Chat? Was war das denn? Ich hab scheinbar überlebt. Ich hab überlebt. Ich musste mal Fotos suchen, aber irgendwie habe ich den COD gar keinen Bock, diesen ganzen Käse zu suchen. Ist das verwerflich? Nee, oder? Ich habe gar keine Lust, diese ganzen Fotosachen zu suchen. Der Aufzug bringt uns rauf auf den Kontrollturm. Entschuldigung, aber ich musste gerade was trinken. Snooze, danke übrigens für 43 Monate. Und Bell, ich empfange ohne Ende Funkverkehr. Wie ist die Lage? Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Oh, die hat so ist von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Ich hab ein neues Kit. Sie klang wütend.